Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir vor kurzem angefangen, das Spiel aus Optionen und Steuerungskonfigurationen. Genau, da wollte ich sowieso mal schauen, was der Controller, also hochschalten ist B, runterschalten ist X, Hinterradbremse. Gewicht nach vorne, Gewicht nach rechts, links, Gewicht nach hinten. Nicht zugewiesen. Kamerawechsel ist auf der Schultertaste, Vorderradbremse. Okay. Probieren wir unser Glück mal mit der manuellen Schaltung. Wir haben vor kurzem mit dem Spiel angefangen zu spielen. Und mich so langsam eben im Karrieremodus an den Schwierigkeitsgrad, den ich so halbwegs fahren kann, heranzutasten. Jetzt haben wir mittlerweile auch schon relativ viel ausprobiert, eben was Setups betrifft, was eben Fahrhilfen betrifft und so weiter und so fort. Bin jetzt aktuell dabei eben. Versuche meine Geschwindigkeit zu optimieren, eben. Oh. Und da sind wir gleich schon mal im sogenannten Reverse-Modus. Weil da sind wir definitiv zu spät. Ja. Jetzt muss uns natürlich gleich hier in der Rückblende unser Kollege ins Fahrzeug, ins Motorrad reinfahren. Lassen wir ihn mal davonziehen. Und jetzt geht es natürlich eben im Karrieremodus manuelles Schalten zu meistern. Um zu schauen, ob sich dadurch unsere Qualifikationszeiten verbessern. Viele sagen ja, der Moto 3 wäre zu leicht und sie hätten gar kein Problem damit eben. Die Zeiten zu fahren. Ich habe jetzt eher noch mehr Probleme damit. Koordination der ganzen Bewegungsabläufe auf die Reihe zu bringen. Weil es gilt natürlich hier auch, die Balance perfekt zu halten, die Bremspunkte nicht zu verpassen. Wie man hier so schön schon sieht, weil ich bis dato jetzt noch nicht gewohnt bin, auf die Schaltvorgänge mitzuachten.
Und das war natürlich eine grauenhafte Zeit. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch auf keinem der Vorgängerteile manuelles Schalten. Durchgeführt. Ja, da haben wir wieder massiv überschossen. Ja, das ist doch. Eieiei. Ja, wieder rein. Okay, man sieht eben, ich habe noch massive Probleme, eben da dementsprechend den Rhythmus zu finden. Also das ist jetzt auf jeden Fall mein Lehrvideo dafür, wie man es nicht machen sollte. Frage auch an die Leute da draußen. Wie das mit den Schaltvorgängen selber ist, soll man da wirklich warten, bis dann der Drehzahlbegrenzer kommt und der hier rot schreit und schalten, oder ist es eher üblich, dass man vorher schaltet?
Ja, ich habe natürlich eins vergessen, nämlich das Setup zu laden. Scheiße. Ich war mit dem falschen Setup. Ah, warum sagt mir das keiner? Hoffentlich haben wir da jetzt noch genug Zeit. Das ist zwar das Trocken-Setup, aber das wird uns wahrscheinlich auch auf der. Okay, jetzt war ich selber ein bisschen überrascht vom etwas abrupten Start. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwas zeitentechnisch reißen können hier. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich hier nicht in den sechsten Gang komme. Dabei haben wir noch das Standard-Setup drin. Ja, das schaut schon mal besser aus. Also haben wir uns jetzt hier nach vorne qualifiziert für auf Position 5. Auf leicht abtrocknender Strecke.
Alles klar, bei Platz Nummer 4 ist es geblieben. Qualifikationsziel haben wir damit erreicht. Allerdings nicht die ganz optimale Geschichte. Dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir im Warmap noch ein bisschen das Schalten auf die Reihe bringen. Und dann werde ich mich mit einem weiteren Video zurückmelden, wenn es darum geht, das Rennen zu bestreiten. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich werde bringen hier einige von den erfahrenen MotoGP-Fahrern dazu, dass mir ein paar Tipps und Tricks geben. Da würde ich mich super drüber freuen, über konstruktive Kritik. Und wir hören uns auf jeden Fall beim Rennen wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.